Herzlich willkommen bei der Silver Assi. Coralie Python V2.0 links und V2.5 rechts. Und Stefan 1.0 da vorne. Ja, den linken fährt nicht ich, den fährt Aaron. Das ist mein altes Auto, den wir damals versenkt haben. Den hat er so ein bisschen sauber gemacht und dann fuhr der auch wieder. Und da seht ihr übrigens auch diese super geilen neuen Sticker von Coralie. Cool, oder? Haben die mir extra angefertigt. Nimmst du mit? Nö. So, ich habe keinen Bumper, ich habe auch kein Tuning drin. Ich habe nur andere Reifen, anderes Servo hat er aber auch. Und dann wollen wir mal gucken, was die beiden so können hier. Fahren natürlich beide 4. Boah, Alter. Beide 4S. Wo sind beide auch? Okay, ich bin gerade ein MT410 gefahren. Das ist jetzt doch ein bisschen was anderes, ne? Die kippen nicht so leicht. Und dann wollen wir mal gucken. Das Interessante an dem Vergleich ist, dass Aaron originale Reifen drauf hat. Und ich die HRC Big Blocks heißen die, glaube ich. Die gibt es aber auch von anderen Marken. Die zoomen euch mal da ran, dann brauche ich mich nicht so bücken. Ja, da kann man sie sehen. Ich habe das schon mal getestet. Das geht schon ein bisschen besser damit. So, Aaron folgt mir. Wir brauchen ein Kind. Wir brauchen ein Kind. Dann mach doch mal eben. Köttbullar. Nein. Köttbullar deshalb. Die Köttbullar von Ikea, die werden ja aus Kindern gemacht, die im Kinderland vergessen wurden. Wusstet ihr das? Habe ich eben bei Facebook gelesen. Was bei Facebook steht, ist immer wahr. Und zweitens, du bist ein Quatschkopf. Wenn ich mich jetzt umdrehe, bist du im Video. Was willst du? Guck mal. Wie geil. Du Köttbullar. Du bist ein Köttbullar. Nein, ich bin kein Köttbullar. Ich wurde nicht bei Ikea vergessen. Wirst du aber bald. So, das war die Schaueinlage nebenbei. Aaron, bleib doch da hinten stehen. Ich kenne uns Esel doch. Esel. Das ist der Kommentator aus dem Hintergrund. Oh, das ist mutig, sich da hinzustellen. Ob das gut geht, wir werden es erleben. Hab ich gehört. Ich auch. Was tut der da? Genau, immer wenn wir Köttbullar rufen, muss das Auto umdrehen. Der hat gerade was Anstößiges gezeigt. Willst du rausschneiden, ne? Nö. Ja, man kann ganz gut sehen, dass der von Aaron mit dem Gelände und den Mini-Pins hier ein bisschen überfordert ist. Die Reifen sind halt nicht unbedingt für Sand gemacht. Die relativ geringe Bodenfreiheit von den Buggys macht das dann auch nicht besser, ne? So, und jetzt fahr du mal vor. Kann ich hier stehen bleiben? Ja. Das ist ein gut erzogenes Köttbullar. Das
Jetzt habe ich ihn schon wieder überholt, das wollte ich gar nicht. Wollen wir fangen spielen? Wir spielen schon fangen, aber ohne fangen. Darf ich holen? Ja. So, Köttbullar holt mal eben. Papa, ich! Oh, habt ihr gehört? Papa, ich! Ja! Das ist immer total geil, wenn Kids sich drum kloppen, die Autos umzudrehen. Ne? Nur ich möchte halt ungern Kinder im Video haben, deswegen blende ich das aus. Siehst du, stellt er sich da hin, kann er quatschen, aber man sieht ihn halt nicht. Kinder haben im Netz so nichts verloren, meiner Meinung nach. Ja, also. Ich glaube, man kann sehr, sehr gut sehen, dass der von Aaron ein bisschen überfordert ist mit den Reifen. Wir springen mal ein bisschen. Springen! Und eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei. Alter! Ein Jerome Bolt bist du auch nicht, ey. Jerome? Usain Bolt, nicht Jerome. Was? Eins. Na, zumindest kein Berkemeier. Man merkt meine Geschwindigkeit und das wieder. Ich habe nichts gemacht, außer Reifen zu tauschen. Ja, für Backflip sind die Reifen jetzt nicht so geil. Aber Frontflip geht. Geil finde ich, wie dieses Auto auf der Straße klebt. Oder dreckig klebt. Eskalier doch! Ich bin noch gerade. Ich habe nichts abgekriegt. Ja, also man sieht, wir können nicht nur Backflip, wir können auch ohne Backflip. Kinder im Bild, Kinder im Bild. Ne, Köttbullar im Bild. Weiter, weiter, weiter. Ich hab dich schon links runtergedreht. Köttbullar. Ich hasse dich. Ich dich auch. Der war super hingesetzt. Eine Schraube. Nee, in der Luft eine Schraube gemacht. Gedödelmeiert. An der Bodenwelle aufgehangen. Feierabend. Ich
Birkemeier. Das ist bitte ohne Front. Ein paar lassen. Ich habe Akku leer. Ich habe irgendwie Karo-Chrom. Ja, das war ich aber nicht. Da kann ich mit meinem Auto gar nicht ran an die Stelle. Was ist vorne runter. Genau, mach die leider. Aber die Dings ist einfach nur festgeklemmt. Vorne, hinterm Vorderrad ist festgeklemmt. Muss nur. Genau. Gut, wir schauen mal einmal da. Upsala. Entschuldigung, wir schauen mal einmal dahin. Sieht alles gut aus, alles heile. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und dann gibt es 6S to the moon.